Wir kommen jetzt erst einmal zu einem Grußwort. Danke dir, Conny, nochmal für deine Arbeit. Zu einem Grußwort vom Genossen Georgos Kondros, ein Vertreter der Syriza. Herzlich willkommen. Liebe Genossinnen und Genossen, einen großen Dank, dass ich hier sein darf und mit euch sprechen kann. Einen großen Dank, dass ich euch den Gruß unserer Partei, dem Vorstand vom Syriza, aber den Gruß auch unserer Genossen Alexis Tsipras überbringen darf. Und vor allem einen großen Dank, dass ich eure interessante Diskussion mitverfolgen konnte, vor allem diesen letzten Teil. Und da möchte ich euch wirklich ganz offen sagen, nach jedem kurzen Beitrag von euch ist mein Beitrag schwieriger geworden, weil ich möchte euch eines sagen, Europa ist nicht gleich überall. Und es kommt darauf an, wo man steht und von welchem Blinkwinkel nach Europa hinschaut. Ich komme eben aus Griechenland, ich komme aus Süden und wenn ich nach Europa hin sehe, dann sehe ich von einem völlig anderen Blinkwinkel, wie ihr das hier tut. Ihr verfolgt sicher unseren täglichen Kampf, ein bisschen Luft zu bekommen, uns am Leben zu halten, nicht als linke Partei, nicht als linke Projekt, nicht als Bewegung, erstens als Bevölkerung. Und das ist wirklich für uns absolut nicht einfach. Ihr verfolgt auch den massiven Druck, der auf der griechische Regierung und auf Syriza ausgedruckt wird, dass wir diese Sparpolitik, diese neoliberale Politik und die Memoranden zu unserer eigenen Politik machen. Wir haben das bis jetzt nicht gemacht und wir werden das in der Zukunft auch nicht machen. Das heißt, die Sparpolitik wird nie unser eigenes Programm sein. Wir werden nie den Besitz dieser Politik übernehmen. Und glaubt mir, es ist nicht einfach zu widerstehen. Es ist wirklich sehr selten, dass die innenpolitische Situation eines EU-Landes die Lage eines anderen Staates in der EU dermaßen beeinflusst, wie aktuell die innenpolitische Situation Deutschlands Griechenland beeinflusst. Deswegen ist das wirklich, und ich habe das öfters heute hier gehört und ich stimme es zu, dass wenn es in Griechenland wirklich etwas geändert werden soll, dann muss es hier passieren. Wenn das hier es nicht passiert, kann es in Griechenland auch nicht passieren. Heute auf meinem Weg hierher habe ich einige Analysen, Wahlanalysen zu dem großen Erfolg von Corbyn in Großbritannien gelesen. Ein Punkt fand ich wirklich sehr interessant und den möchte ich mit euch teilen. Es stand in einem sehr guten Artikel, dass zum Glück können wir sagen, nach der Syriza-Erfahrung, dass Corbyn doch die Wahl nicht gewonnen hat, obwohl er zugelegt hat, weil das hätte dann auch in Großbritannien zu einer sozialen Demobilisierung geführt, wie es in Griechenland der Fall ist. Ich stimme das nicht zu. Ich stimme das nicht zu, weil ich finde, linke Kräfte, linke Parteien, die sind wirklich dann nützlich, wenn sie in einer kritischen Situation für ihre Bevölkerung die Verantwortung übernehmen. Und das versuchen wir in Griechenland. Genossinnen und Genossen, linke Politik ist nicht überall gleich und nicht jederzeit gleich. Zurzeit für uns in aktuellen Situationen linke Politik ist zum Beispiel, dass jeder in Griechenland, Grieche oder Nicht-Grieche, jeder Mensch, der in Griechenland lebt, einen freien Zugang und kostenlosen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem hat. Und das war und es ist nicht selbstverständlich. Es ist in übrigen Ländern Europas, die viel reicher sind, auch nicht selbstverständlich.
Für uns ist jetzt linke Politik, dass zum Beispiel die Schüler ein Mittagessen bekommen. Ich weiß, dass es für euch anders klingt, wenn ich die Diskussion hier verfolge, aber wir befinden uns nicht in derselben Lage. Sind wir zufrieden mit dem? Nein. Nein, wir sind nicht zufrieden. Macht die griechische Regierung oder Syriza alles richtig? Absolut nicht. Aber bis jetzt ist die große Solidarität, die echte politische Solidarität in Europa wirklich ausgeblieben. Und ich spreche nicht von der Solidarität der Menschen, ich spreche nicht von der Solidarität der Linken, sondern ich spreche von Solidarität der europäischen Staaten, die Wahl zu Wahl sich wirklich nach rechts, immer nach rechts verschieben. Die positive Überraschung in Großbritannien soll uns den Weg zeigen. Liebe Genossinnen und Genossen, unser Feind ist nicht Europa und unser Feind ist auch nicht die EU. Unser Feind ist die neoliberale Politik auf nationaler und europäischer Ebene. Das heißt, wir müssen gemeinsam diese Politik überall bekämpfen, auf nationale und auf internationale und europäische Ebene. Und was hat die Erfahrung in Griechenland gezeigt, die Syriza-Erfahrung? Wenn wir diesen Kampf gemeinsam machen, wenn wir uns vereinen und diesen Weg gemeinsam gehen, dann sind wir auch erfolgreich. Das sollen wir auf europäischer Ebene auch machen und auch auf deutscher Ebene machen. Das heißt, nehmen wir Beispiel an unserem Feind, an die Neoliberalen. Die sind sich auch nicht einig untereinander, aber gegen uns sind sie verdammt stark zusammen. Das sollen wir als Beispiel nehmen und genau so agieren. Und wenn wir sie besiegt haben, wenn wir es geschafft haben, sie aus dem Weg zu schaffen, da kommen wir bestimmt an diese sehr große Kreuzung an, wo über mehrere Wege zum Sozialismus hinlangt. In dem Moment kann jeder von uns seinen eigenen Weg nehmen. Aber bis dahin bitte gemeinsam kämpfen, sonst sind wir nicht erfolgreich. Danke und venceremos.